Ja, ich bin Sebastian Skobel, ich bin 36 Jahre und ich bin ab Mai der neue Pianist der HR Big Band. Ich glaube, das Klavier ist wichtig geworden, so im Alter von vielleicht 4, 5 Jahren. Es stand bei der Großmutter im Wohnzimmer und dann hat man ein bisschen drauf geklimpert oder man saß dann auf dem Schoß und dann hat man so ein bisschen gezeigt bekommen. Das fand ich toll. Also das ist so meine früheste Erinnerung, würde ich mal sagen. Die früheste Erinnerung an Jazz ist tatsächlich so eine Art Bandprobe in den letzten Monaten vom Kindergarten damals noch. Da waren nämlich so, keine Ahnung, 3, 4 Kumpels. Und der eine hatte gerade mit Gitarre angefangen, glaube ich. Und der andere, da haben wir uns so Töpfe ausgeliehen. Und das war im Gemeindesaal von der evangelischen Kita in Dresden-Plauen. Also sozusagen im Gemeindesaal stand dann so ein alter Blüthnerflügel oder sowas. Und dann habe ich mich da drin gesetzt und wie Boogie Woogie gespielt und die Gitarre ausgepackt und Töpfe und so. Und also wenn das nicht Jazz war, dann weiß ich auch nicht. Ja, der Pianist oder die Pianistin in der Big Band hat verschiedenste Aufgaben. Ich würde sagen, das Wichtigste ist, dass man sich genauso in den Klangkörper einfügt, wie alle anderen Instrumentalistinnen auch. Man muss gut zusammenspielen und man hat aber eine große Verantwortung, das Material gestalten zu können. Also wir haben dann zum Beispiel einfach nur Akkordsymbole und müssen dann aufgrund dieser Symbole gucken, was ist das für eine Stilistik, was ist das für eine Musik. Und uns dann das aussuchen, was man dann tatsächlich dann auf den Tasten drückt. Man hat eine hohe Verantwortung für die Gestaltung der Musik, man hat eine hohe Verantwortung für die Begleitung von den Solistinnen und Solisten. Man hat selber auch öfter mal ein Solo zu spielen. Ich glaube, genau das reizt mich. Man hatte eine große Verantwortung, aber daraus entspringt halt eben auch ja, jede Menge Spaß und Freude und Engagement. Man kann das so mitformen. Ich muss vor allem auf zwei Instrumente hören. Das erste ist das Schlagzeug, einfach als ganz allgemeiner Time- und Groove-Keeper. Und Paul gibt sehr viel mit seinem Spiel, gibt sehr viel vor, wie die Musik zu klingen hat. Und ich muss auf jeden Fall auf die Lead-Trompete hören, um quasi den Bläserapparat zu checken, um zu wissen, was machen die. Also entweder Lead-Trompete oder Lead-Alt. Das wichtigste Instrument der Rhythmusgruppe ist das Schlagzeug und darauf höre ich. Und das wichtigste Instrument in den Bläsern, das ist dann eben die Lead-Trompete und da höre ich auch drauf. Wenn Big Band-Probe ist, kann ich mich tatsächlich einfach hinsetzen und ad hoc das spielen, was da auf den Noten steht. Das ist mein Job, den muss ich können. Aber ich persönlich habe es durchaus lieber, wenn ich mich auf das Programm vorbereiten kann, dass man dann eben nicht mehr so sklavisch an den Noten hängt und das nur noch alles vom Blatt lesen muss, sondern dass man eine gewisse Expertise mit dem Material hat. Und je nachdem, was für Material das ist, ist das eigentlich sogar zwingend notwendig, weil es teilweise so komplexe Sachen sind, die man nicht einfach aus dem Stegreif quasi in der Perfektion und spielen kann, in der es gebraucht wird. Das heißt, ich mache es meistens so, dass ich ungefähr eine Woche, bevor das Projekt dann ansteht, bitte, dass man mir die Noten schickt und die drucke ich mir zu Hause aus. Das ist bisher immer noch so richtig Papier und Bleistift und dann übe ich die schwersten Stellen, dass ich die einfach dann quasi abfeuern kann. Und dann weiß ich, dass ich auch damit Spaß habe, weil dann ist das Programm für mich sozusagen intrinsisch und dann kann ich damit anfangen, Sachen zu gestalten. Also für mich steht die HR Big Band für einen ganz tollen Zusammenklang, super Energie beim Spielen.
spannende Projekte von Free Jazz bis Pop, tolle Gastsolistinnen und für mich ganz persönlich muss ich sagen, sie steht für mich auch für eine tolle Arbeitsweise, ein tolles Miteinander, sehr kollegial, sehr effizient und ja, deswegen freue ich mich da besonders drauf, da quasi in so ein Arbeitsumfeld zu kommen. Ja, ich kann es kaum erwarten und freue mich riesig drauf, der neue Pianist der HR Big Band zu sein und alle meine Energie da reinzugeben.